Ja. Immer wieder. So. Willkommen zurück. Ja, nach technischen Schwierigkeiten. Nach technischen Schwierigkeiten. So, jetzt quatschen wir mal mit dem Officer da hinten, wa? Genau. Aber schön, dass das hier noch gut abgeht, wa? Ja, hier rundherum ist jetzt schon ohne stärkeres sie Gebiet. wären wir jetzt tot. Wir greifen in Zukunft Nicht nicht nur mehr ein so schnell Smartphone, eine Jungs. JTF-Patrouille an. Ist hier nicht in der Nähe sogar die. Oh, hier nähern sind sich. Gegner. Da kommen noch mehr. Ich weiß, was wir besprochen haben, aber ich weiß nicht, ob die Idee so gut. Ja, das spawnen die direkt hier drüben. Lilana ist mit dabei. Ja. Habe ich festgesetzt. Ja, das war's, ne? Danke für die Rettung. Das war klar. Ja. Dafür auch gebe ich mir mal aus. Ein Bier aus. Boah, der hat schon feucht, wenn ich nur an die Dark Zone denke, Alter. Zu dritt da durchstalzieren, Alter, und alles platt machen. Wenn das so einfach funktioniert. Gibt's nicht, aber der Nervenkitzel ist geil. Da kriegen wir auch bestimmt den krassesten Loot, wa? Ja, mit den krassesten. Ich weiß nicht, die Dark Zone ist ja, das hat Ralf gestern so schön gesagt, in verschiedenen Level unterteilt. Vielleicht lohnt es sich da mal, mal in den niedrigen Leveln, wo wir uns auch befinden, mal reinzuschnuppern. Können mal reingehen, ja. Erfahrungsgemäß, ich sage euch das einmal, das ist ganz wichtig. Sie betreten einen die sicheren Spieler, die Bereich. In der Dark Zone viel unterwegs sind, die lauern überall, ob ihr im Low-Level-Bereich seid oder nicht. Schießen euch teilweise mit einem Schuss kaputt. Hey, sehen Sie sich das an? Okay. Aber es würde trotzdem mal der Anreiz sein, auf jeden Fall. Ja. Ah, hier. Agent. Oh, Nebeneinsätze, ganz viele. Genau. Oh ja. Und hier die Karte, ne? Denkt dran. Sehen Sie mal, was Sie verpassen. Ja. Mit Karte. Ich will nur sagen, das ist wirklich ach, die Karte. Genau. Ich hab sie jetzt schon geholt, ich weiß nicht, ob wir die auch noch okay. Doch. Die haben wir schon. Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Oh, wieder so viel auf der Karte, ist das ätzend. Ah, das kriegen wir schon hin. Das sind 4 Nebeneinsätze, ein Kampf. Den Rest haben wir ja schon gemacht. Wow. So. Ja, dann lass uns mal oben, also den oberen Einsatz machen. Den habe ich markiert. Den oberen? Sowohl wörtlich als ja, auch im ich habe ihn markiert. Ihr könnt mir einfach nachlaufen. Okay, wie eine streunende Katze laufe ich jetzt was hinter. Warnung, verlassen des sicheren Bereichs. Let's go. Wir können ja gerne, weil das Gebiet ist ja wirklich nicht ganz so groß, dass wir danach mal die Jackson und verteilt sie wieder machen. Wir müssen sie wegräumen. Du hast voll. Weil vor allem, wenn man da Loot und XP sammeln kann, dann bin ich dafür. Vor allem, weil wir da ja auch Aufgaben haben, ne? Ja, eine momentan habe ich da. Ja, das ist ja auch nur, das ist, damit man da mal reingeht, weißt du? Okay. Einsatz mit in der Dark Zone, jo. Ja, können wir machen. Hätte ich Bock drauf. Dann haben wir nämlich wirklich... Alter. Haben wir wirklich bis jetzt alles abgeschlossen. Wo kommen die? Weiß ich nicht. Sieht aus, als ob die hinter uns kommen. Nein, bei mir. Nein?
bevor wir das tun, noch mal in die Kommandobasis und Waffen noch pimpen. Ja, willst du das Gebiet hier erst leer machen vorher? Ja, klar. Erst mal das Gebiet abklären und dann. Dann noch mal in die Basis. Ja. Alles machen. Also. Ich bin down. Ach, diese Granaten. Danke, Sam Fischer. Wow, ist der ganze Flügel auf den Flügel gefallen? Nein. Hab's abgeschossen. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Ganz kurz. Meine Waffe. Ich hab dir die Kiste nicht geschmissen. Ja! Danke dir. Gerade kurz Zeit zum, glaube ich. Ich hab dich aber auch verstanden, alles gut. Ich bin einfach auf den Wunsch gedankt. Und da bin ich froh. Gut, dass sie aufgetaucht sind. Danke, dass sie die Straße geräumt und dabei Wenn wir da schon mal lustigerweise dran sind, ich habe eine App, um klingonische Wörter zu lernen. Ich finde das eigentlich sehr interessant. Ja. Weißt du, wie geil das wäre, wenn wir bei Mac sitzen, mal wir würden uns in klingonisch unterhalten. Ja, genauso faszinierend finde ich zum Beispiel auch Rebesh von Star Wars. Auch die Schriftzeichen, ich wollte das immer lernen. Da ist jetzt die Frage, weil da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ist das wirklich eine eigene Sprache oder ist das jetzt einfach nur ein paar Zeichen, die dafür verwendet werden? Das kann ich dir nicht sagen. Weil Klingonisch ist ja wirklich eine Sprache, die extra für das Universum entwickelt wurde. Ja. Tatsächlich. Wo laufen wir jetzt eigentlich hin? Das ist ein Nebeneinsatz. Das ist leider am unteren Ende, aber den. Warte. Deswegen war ich gerade verwirrt, aber wir waren so schön über Klingonisch am Quatschen. Ja, alles gut. Das ist, glaube ich, ein Gebäude hier. Mit das Volk selber finde ich echt crap, aber die Sprache ist geil. Ja, das ist Volk selber. Sie sind ein Heiliger. Wenn die mal richtig dargestellt würden, ja, also so richtig klingonisch, wie sie hier und da in den Serien ja tatsächlich ansatzweise dargestellt werden, aber das ist immer so. Sieh dir das an. Versuch zu auch, dass die in den Serien meistens so komische Plateauschuhe anhaben und so. Das wird halt alles so derbe. Ich weiß. Kein Krieger, der ein bisschen Männlichkeit-Intus hat, läuft so rum. Was ich auch heavy finde, ist, das ist ein Kriegsvolk. Ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber keine Ahnung, mit so einem technologischen Fortschritt würde ich doch den Krieg führen. Oder auf Krieg aus sein, aber das ist ja wohl der in ihrer Rasse verankert. Da kann man jetzt irgendwie nichts gegen machen. Ja, gut, okay, vielleicht sind die auch nur deswegen so großartig geworden. Das habe ich mir natürlich auch schon gedacht. Ja, nun meistens so, dass Völker auch bei uns auf der Erde, die sehr kriegerisch und sehr erobernd sind, wie auch immer man das sagt, jetzt hauen wahrscheinlich die Grammar-Nazis in die Tasten, dass die sehr erfolgreich sind. Siehe Rom zum Beispiel. Schluss mit den Jammerlappen. Römische Reich war aufgebaut auf Eroberung und Sklaven. Macht Schluss mit den Pennern! Das stimmt, da gebe ich dir recht. Trotzdem galt das immer als sehr hoch entwickelt und kulturell wertvoll. Das ist schon in Ordnung, glaube ich, dass die Klingonen da mit ihrem technologischen Fortschritt als raumfahrende Nation, raumfahrende Rasse, immer noch so krass drauf sind. Aber ich finde halt, die werden nicht gerecht dargestellt. Die müssten viel brutaler, viel, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, viel männlicher, nicht so lächerlich dargestellt werden.
Ich hab die das sehen ja in den Serien meistens total lächerlich aus auch. Ich habe das, was ich bis jetzt davon gesehen habe, mitgekriegt, dass die bis zu einem gewissen Punkt, immer bis zu einem gewissen Punkt quasi dargestellt werden und dann hört es irgendwie auf und das merkt man. Finde ich sehr, sehr kurios. Ja, es ist schlichtweg schade. Was ich zum Beispiel auch immer wieder blöd finde, ist, wenn klingonische Frauen dargestellt werden in den Serien. Die werden immer... Also da hast du immer das Gefühl, das geht so ins Fremdschämerische und Lächerliche. Das muss einfach nicht sein, weißt du? Ja, das stimmt. Wenn ich mir so vorstelle, wie ein Kriegervolk auszusehen hat, das Raumfahrt beherrscht, dann ist das etwas anders. Agent, Sie haben es geschafft. Kiste, Jungs. Wenn unsere tiefsten Bedürfnisse doch auch so einfach zu befriedigen wären. Fragen und erhalten. Wäre das nicht schön, Agent? Da bin ich aber ganz bei dir. Was ich zum Beispiel ziemlich cool finde bei den Klingonen ist, dass die halt ihre Kampfrüstungen haben, die alle so ein bisschen gleich aussehen und dass die halt eine Art Ehrenkodex oder religiösen Kodex haben, wo sie sich tief verankert fühlen. Das finde ich ziemlich cool. Ja. Und dass die halt im Zeitalter von Laserwaffen und Co. immer noch lieber mit dem Schwert kämpfen, finde ich auch ziemlich cool. Das passt zu diesem kriegerischen Style. Mit den Tarnschiffen und Co., das ist alles sehr rund, das Konzept. Das passt schon echt gut. Wenn die halt noch ein bisschen krasser dargestellt würden, aber jetzt sind, wow, hier sind schwebende Menschen. Auch technologisch sehr weit. Jetzt in der neuen Star Trek-Serie zum Beispiel, die Klingonen, die haben halt gesprochen, als hätten die 3 Stunden lang durchgehend die Boxen auf die Fresse gekriegt. Ja, das denke ich mir auch, aber... Als ich in anderen Star Trek Serien mir auch mal angehört habe, ist das eigentlich fast genauso. Ah. Aber da hörten die. In den meisten Serien sprechen komplett normal. Nur bei Discovery. So. Grenzt die Bier irgendwie, keine Ahnung. Weil, wenn ich da versuche, klingonische Wörter auszusprechen, die ich dann auch in der Serie gehört habe, hören sich die dann auch besser an, tatsächlich. Agent? Eine unserer Nachschublieferungen ist in Gefahr. Ich schicke die Koordinaten. Aber warte mal ganz kurz. Ja, auch. Wie wir unsere lebenswichtigen Dinge wie Waffen, Nahrung und Medizin nennen. Okay. Dann nutzen diese Verzögerung und die Strecke auch was. Vielleicht, damit es uns nicht so dramatisch erscheint, wenn wir eine davon verlieren. Ich finde es tatsächlich sehr interessant. Du warst gerade voll leise. Ja, ich war auch gerade weit vom Mikrofon weg. Ich wollte damit sagen, ich finde es sehr interessant. Die Klingonen, meinst du? Ja. Also ich kann mich an Situationen erinnern in den Filmen und in den Serien, wo die halt wirklich brutal und kriegerisch und männlich und überhaupt nicht lächerlich dargestellt wurden, sodass man immer so diese Hochachtung davor hatte, weißt du? Und dann gibt es halt sehr viele Momente in den Serien leider, gut typisch 90er Jahre würde ich sagen, gerade auch bei Deep Space Nine und so, wo das so ein bisschen, ja, lächerlich halt dargestellt wird, weißt du? Ja. Da bin ich mal gespannt, weil ich bin ja noch nicht weiter als die Kirk-Timeline, was das angeht. Ja. Ja, alles was... Warnung! Eintreffende Gegner! ...davor quasi spielt. Ich bin mal gespannt, was noch kommt, auch in der neuen PK-Serie. Oh ja. Warnung! Ware wird beschossen! Ach, die sind auf dem anderen Supply-Dingens. Hindert, ne? Man nimmt die Mission hier drüben an und muss direkt darüber laufen. Ja. Ich würde einfach gut drauf brasseln, ne? Ja, wir sind auf 5 Level über, ne? Oh, Schlack, Malack. Ich glaube, wir können von hier aus ballern. Ja, können wir auch. Die kommen nämlich von da hinten. Warnung! Eintreffende Gegner! Au! Reloading! So. Wer traut sich zuerst aus der Decke? Oh, hab ich schon eine Granate rüberwerfen. Warnung, Ware wird beschossen. In dem Moment Warnung, treffende Gegner.
Alles klar. Das wird ein Gedanke, ey. Warnung, Ware wird beschossen. Ach, da kommen dann kommen sie. Ja. Agent, Sie haben die Lieferung. Manchmal frage ich mich, ob sich dieser Kampf überhaupt lohnt. Die Entropie ist unvermeidlich. Gibt es da einen Sinn, gegen sie anzukämpfen? Denken Sie darüber nach, Agent. So. Ende. Hier lag irgendwo ein Laptop. Agent, ich weiß von einem Informanten, dass die Cleaners eine Mappe mit nützlichen Informationen besitzen. Auch wenn das ich in... Oh Mann, meine Lunge. So, Next Mission ist markiert. Das sind dann zwei direkt nebeneinander und dann ist das Gebiet auch schon sauber. Aha, sie... Kündchen. Dann haben wir hier in dem Gebiet eigentlich nur noch ein Kampf. Kampf hast du hier noch? Ja. Ah, das ist der blaue Kampf. Ja, das ist, wo du eben quasi... Nee, blauen habe ich keinen. Ich habe einen gelben. Gelben? Nachschubbeschaffung habe ich noch. Ah, da unten. Ja, fuck, mein fucking Fehler. Das habe ich gar nicht mehr gesehen. Ne? Ich dachte, das wäre ein Safehouse gewesen. Alles gut. I am blind. War eine Folge schon auffällig. Let's go. Na, lauf hier mal durch. Ich hab's nicht markiert, deswegen. I cloth the way. Follow me. I will show you the way of Uganda. Of the Uganda people. Haha, was? Was geht denn hier ab? Alter. Hier los. Da steht da ein so ein Typ mit AK und sagt, fängt eins selber und zack, knickt er um. Schwach. Wow. Schwach vom Universum. Schwach. Ich bin nicht besonders gut im Singen. Auch alles gut, alles gut. Lady Gaga kann sich was davon abgucken. Wow. Das sind Container mit Leichen drin. Wie? Du machst auch. Ey, was zum Scheiße. Ja gut, wir müssen hier lang. Boah, da riecht übel bei, ne? Krass, ne? Einfach mal drüber laufen. Was gibt's Neues? Hörst du das, Dampfen? Das war kein. Agent, einige Menschen werden von den Rikers gefangen gehalten. Das sind die Fakten. Ich bin nicht in der Position zu beurteilen, ob die Geiseln in dieser gefährlichen Lage verzweifelt, aufgeregt oder erleichtert sind. Trotzdem möchten wir Sie bitten, sie aus dieser Lage zu befreien. Aus rein praktischen Gründen. Erfasst ein Echo in der Nähe. Vanguard, packen Sie ein und begeben Sie sich direkt zur Blackside Delta. Vermeiden Sie Feindkontakt und halten Sie sich zurück, solange es...